Der 12.04.2024 ist für alle Transpersonen ein wichtiges Datum. Am 12.04.2024 wurde das neue Selbstbestimmungsgesetz für Transpersonen beschlossen. Was hat sich geändert? Vorher war es ein aufwendiger juristischer Prozess mit zwei Gutachten, Kosten zwischen 1.000 und 1.500 Euro, um seinen Personenstand, also sein Geschlecht im Pass, also seinen Namen ändern zu lassen. Dies ist jetzt deutlich einfacher geworden. Man geht einfach zu einem beispielsweise Bürgeramt, Einwohnermeldeamt und kann den Antrag stellen. Für uns alle ist unser Name etwas sehr, sehr Entscheidendes. Wir definieren uns über unseren Namen, der sagt etwas aus. Und auch Transpersonen möchten gerne mit einem Namen angesprochen werden, der der eigenen geschlechtlichen Identität entspricht. Und das sorgt dann im weiteren Verlauf durch diesen einfacheren Prozess durch eine deutliche Entstigmatisierung des Erlebens und auch der Transperson. Ich gehe nicht davon aus, weshalb soll das passieren. Die Geschlechtlichkeit ist etwas, was man selber für sich empfindet. Durch ein Gesetz wird sich das Empfinden einer Person nicht verändern. Das heißt, höchstens durch die Entstigmatisierung werden sich mehr Personen trauen, sich als trans zu outen. Aber es werden nicht mehr Transpersonen dadurch produziert.